In St. Gallen tagte das Exekutivkomitee des Weltpostvereins mit Delegationen aus 19 Ländern und Vertretern der Vereinigten Nationen unter der Leitung seines Direktors Dr. Hess Bern. Unter den Delegierten aus aller Welt bemerken wir Herrn Lemuel, Direktor des Französischen, Dr. Weber, Direktor des Schweizerischen, Herrn Dasgupta, Direktor des indischen Postwesens, Vertreter der chinesischen, tschechischen, russischen Postbehörden. Unter anderem beriet der Kongress die Pläne für seinen neuen Sitz, der bis 1952 in Bern erbaut werden soll. Haben Sie übrigens bemerkt, dass die Versammlung seit einiger Zeit mitten auf dem Bodensee tagt, wo die Grenzen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz zusammenlaufen?